So, Freunde, 4.11. Bauupdate, Winterbauupdate. Es gibt noch eine klitzekleine Änderung hier in dem Durchgang. Das Ding habe ich schon abgeschraubt, also als Beweis, dass es keine ältere Aufnahme ist. Hier sieht man die Schraubenlöcher, wo ich die Latten festgeschraubt hatte. Was hier dran geändert wird, zeige ich euch nachher hinten. Was ich jetzt heute noch machen möchte, ist einmal hier rum das lange Teil. Ja, und von der Kante hier, also von der hier, ein bisschen rüber das Teil. Gucken wir mal, ob ich das heute noch fertig bringe. Nee, ganz fertig bringen tue ich das nicht, weil ich muss morgen noch was organisieren. Ja, aber ich lege ganz einfach mal los. Geh mal hinter, weiter geht's. So, etwas dunstig hier drin, weil der Ofen gerade etwas kaputt gemacht hat. Und ja, egal. Da, hier. Also, ich habe jetzt vor, erstmal, da ja diese einzelnen Dinger grob übertrieben, diese Biegung hier machen. Moment. So grob übertrieben machen sie die Biegung. Werde ich die tatsächlich mit dem Bügeleisen etwas erwärmen auf der Holzplatte hier dann und bügeln, dass die eben ja nachher gerade sind. Das ist das eine, und dann werden sie unten noch beschwert. Und zwar, irgendwo habe ich doch die Dinger hingeschmissen. Habe ich hier so V2A-Streifen, die habe ich bloß hier in der Länge noch abkürzen müssen. Waren normale Abfalldinger aus der Arbeit, habe ich mitgenommen. Habe ich eingekürzt und gleich Löcher gebohrt. Und das Lustige daran ist, es sind genau so viel am Schluss gewesen, wie ich brauchen werde. Also 2x17 sind, lass mich lügen, 34 Stück waren es. Haben wir gleich immer paarweise zusammen, ja, Wichsen bohren, freischnauze gebohrt auf der Ständerbohrmaschine. Tja, jetzt werde ich morgen eben da erst einmal M5x16 und Stoppmutter noch organisieren, dass ich das dann unten an die Plane hinschrauben kann. Ja, auf den Junior muss ich auch wieder warten. Der bringt mir eben das alte Bügeleisen vorbei. Der hat es zum Kanten aufbügeln fürs Holz. Ja, und jetzt mache ich weiter eben mit den langen Stücken. Da brauchen wir einmal eins mit exakt 2 Meter Länge und ein Stück mit 2,55 Meter. Lang, also Höhe, muss es dann das 2 Meter Stück auch 2 Meter sein, also 2 Meter auf 2 Meter, und das andere 2,55 Meter auf 1,50 Meter. Ja, und das schneide ich mal jetzt direkt aus der Plane raus. Ach ja, und das sind ja bloß 2 Meter Latten, und wie ich das dann mit den 2,55 Meter mache, das seht ihr nachher dann. So, Freunde, angefangen habe ich jetzt mal mit der 2 Meter auf 2 Meter. Oben wieder erst die Plane leicht angetackert. Jetzt mit Schraubzügen fest, jetzt wird es wieder gebohrt und geschraubt. fertig machen kann ich sie nicht, weil unten ans andere Ende noch eine noch dünnere Holzlatten hin sollen, zum Beschweren, dass es unten bleibt. Ja, und das muss ich erst noch organisieren. Deswegen muss ich morgen nochmal zum Einkaufen, wo ich dann eben auch die Schrauben mitnehme für das andere. Aber das bereite ich jetzt alles mal so schnell vor, so weit vor. Und hinschrauben kann man das schon? Nee, kann man noch nicht. Mache ich erst hier komplett fertig. Naja, ich mache jetzt einfach weiter. Zerfix. So, und der Akkuschrauber. So, zum Max wär's auf die
um 2 Meter ablängen, tue ich das dann erst, wenn ich die Holzlatten für unten habe. Ja, aus einem einfachen Grund, wenn es zusammengeschraubt ist, brauche ich nur mit dem Cuttermesser langfahren und habe da wesentlich weniger Probleme. Das räumen wir jetzt auf und dann mache ich mich an die 2 Meter 55. Ja, jetzt muss ich mal gucken, ob ich vielleicht noch mal an das Holzbrett habe. Das wäre natürlich wesentlich angenehmer. Ja, ansonsten wird das luftgeschnitten so ungefähr. Für die 2,55 habe ich mir eben hier noch jeweils 55 cm Stück zurechtgeschnitten. Dann haben wir 2,55. Ja. Zeige ich euch dann noch, wie das stabil wird. Erstmal aus dem Umlatschen. Tja, bis hierher die 2 Meter in dieser Richtung. Muss ich aber trotzdem mal das Display noch drehen, ob ihr mich überhaupt hier sehen könnt. Jawohl. Dann kommt jetzt dieses 55 cm Verlängerungsstück. Ganz einfach hier unten mit hingetackert. Tacker, tacker, tacker. Und die nächste Leiste kommt dann die komplette lange. Auf die Seite wird komplett verschraubt, sprich das untere Stück ist mit der verschraubt, stabil. Und das zweite kommt dann ans andere Ende, ist dasselbe genau umgedreht. Also haben wir eine Länge von 2,55 und ist stabil. Ja, das mache ich jetzt soweit fertig. Ja, dann bleibt mir danach auch nichts weiter übrig, als das wieder aufzurollen. Übrig habe ich jetzt noch exakt 3,50 Meter. Jetzt haben wir noch ein Holzland. 2, 4, 6 Meter. 6 Meter. Ha! Ich glaube, da kann ich so eine Holzlatte oder zwei auch noch mit einkaufen. Mit den Holzlatten habe ich mich ein klein wenig lang verrechnet. Wächst verschnitt, aber mein Gott. 89 Cent hatte ich, glaube ich, unten eingeblendet, was da eine kostet. Die hole ich noch. Ja, und dann werde ich morgen halt wieder erstmal streichen. Naja, egal, ich mache das jetzt fertig und dann sehen wir uns ganz einfach nochmal. So Leute, das ist soweit stabil. Lasst mich das jetzt noch schnell aufwickeln, auf die Seite stellen und dann quatschen wir noch ganz kurz. Oha, ich quetsche mir hier noch einen Finger ein. Ja Leute, da hinten steht das Zeug, die Rollen. Seht das Ganze jetzt einmal als Prototyp an, als Versuch, als Experiment, ne, als Prototyp. Wenn das alles so funktioniert, wie ich mir das vorstelle, brauche ich im Prinzip nur die Maße von der Gewächshausfolie abnehmen, kann die Maße meinetwegen im Internet bei XY Planenbau abgeben. Der macht mir dann die Folien, Planen, hau mich tot zurecht. Und wenn die dann kommen, kann ich die dann einfach zwischen neispaxen. Weil das ist ja dann kein Problem, ein paar Schrauben raus und das Zeug dazwischen. Oder? Ja, so in etwa habe ich es meinem Schatz auch erklärt, weil die, wie gesagt, ist auch nicht unbedingt jetzt davon so begeistert, wie ich das jetzt mache. Aber ausprobieren, austesten. Wenn es am Ende passt, ist es gut. Wenn nicht, dann ist nicht so viel hier. Ja, dann waren noch Fragen drin oder Antworten, Kommentare, ob ich mal beim Klaus geschaut hat. Ja, Leute. Was glaubt denn ihr,
hat der Klaus das geschenkt bekommen? Also ich glaube nicht. Ich weiß nicht, was er gezahlt hat, aber ich kann mir vorstellen, das ging bestimmt über den vierstelligen Bereich drüber. Ja, locker, leichtsam, weil billig ist sowas mit Sicherheit nicht. Von daher, lasst es mich jetzt erstmal fertig machen und ja, dann sehen wir schon. In diesem Sinne war das das Update für das Winterbau-Update für heute. Mal schauen, was wir morgen alles machen, ob ich am Abend noch dazukomme oder nicht. Holzlatten streichen werde ich auf alle Fälle morgen, nachdem ich beim Shoppen war, und was sonst auf mich noch zukommt morgen Abend. Keine Löcher in der Hände, ich kann nicht in die Zukunft schauen. Ja, vielleicht bis morgen, vielleicht bis übermorgen. Leute, wir sehen uns. Ciao.